Ja, es ist klar, dass Kinder, die in Deutschland aufwachsen, dass sie natürlich Deutsch lernen sollten. Das ist klar. Aber Kinder, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch hören oder Deutsch und eine andere Sprache hören, ja, also diese andere Sprache, die Minderheitssprache, wird man dann wohl sagen können, die ist super wichtig. Also die ist erstens wichtig für die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Und die Familie ist doch das Wichtigste für Kleinkinder, sicherlich. Auch noch für größere Kinder, aber sicherlich für Kleinkinder ist die Familie als Platz, ja, die bleibt doch immer da. Also man wechselt die Schule, man wechselt Kita, aber ja, man kann auch Familien wechseln, aber trotzdem, das bleibt dann doch die Familie. Und man muss die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, die ist sehr wichtig. Die Kinder lernen von den Eltern und auch den Eltern selbst. Ja, um ihre Rolle als Eltern wirklich wahrnehmen zu können, müssen sie sich doch verständigen können und müssen sie sich auch gut dabei fühlen. Also stellen Sie sich vor, Sie sprechen Deutsch und jemand kommt und sagt, nein, kein Deutsch mehr, Sie müssen jetzt Russisch mit Ihrem Kind sprechen. Denn ja, Sie wohnen jetzt in Russland, dann würden Sie auch sagen, ja, wieso? Sie würden sich dabei nicht gut fühlen. Und das ist auch nicht gut für die Kinder. Ja, wenn sie nicht in eine Sprache angesprochen werden, die auch emotional wichtig ist für die Bezugsperson, die dann auch weniger natürlich die kindlichen Lieder kennen und die Reime und so weiter, alles was so mit kindlicher Kultur zusammenhängt. Die Erstsprache ist sehr wichtig für Kleinkinder. Man muss darauf achten, es muss aber auch klar sein, dass es natürlich Kinder gibt, die zwei Erstsprachen haben oder sogar drei. Also dass es wirklich dann zwei Sprachen von Anfang an da anwesend sind. Und die zwei Sprachen sind dann wichtig für das Kind. Also Deutsch und Türkisch zum Beispiel, Englisch und Deutsch, Portugiesisch und Deutsch. Und diese zweisprachig aufwachsenden Kinder, also für den sind dann die beiden Sprachen auch wichtig, denn eine Sprache, das geht dann auch zusammen mit einem Verhältnis. Die Sprache ist auch die Beziehung sozusagen. Und das kann mich nicht so wegnehmen, dann ist ein Teil einer Identität auch weg. Aber es wird auch oft behauptet, dass das Erlernen einer Sprache, das Erlernen einer anderen Sprache beeinträchtigt. Das ist nicht so. Sie sollten das eigentlich eher so sich vorstellen, also wie beim Sport oder einem Musikinstrument. Man kann Klavier spielen lernen, aber dazu kann man auch noch Gitarre lernen oder Violine oder was dann auch. Man kann 3, 4 Instrumente lernen und es ist nicht so, dass das eine Instrument wegnimmt von den anderen. Vielleicht in Übungszeit, das schon, aber es ist auch wieder nicht so, dass wenn ich mehr Gitarre übe, dass Klavier schlechter wird. Nee, mein Klavier wird schlechter, wenn ich weniger Klavier übe. Ja, ich hoffe, Sie meinen, was ich verstehe, aber das ist nicht so wie bei Gläsern Wasser, dass das eine wegnimmt von den anderen, wenn man ein bisschen mehr da rein gießt. Und auch unser Kopf ist keine Dose. Ja? Wir können lernen, so viel wie wir wollen. Und es ist eigentlich umgekehrt eher so, dass die Erstsprache, also die Sprache, die Kinder von zu Hause haben, dass die unterstützend wirkt beim Erlernen anderen Sprachen. Denn Kinder haben schon so vieles gelernt von dieser ersten Sprache, dass sie auch nützen können für die zweite oder dritte Sprache. Eigentlich geht es dann auf dieselbe zurück, nämlich eine gut ausgebildete und gut ausgebaute Erstsprache oder zwei Erstsprachen.
Und natürlich eine gut ausgebaute zweite Sprache. Das heißt, das Ausbauen dieser Sprachen, was so wichtig ist, ist, wie oft man mit Kindern spricht. Es geht wirklich um Wörter pro Stunde. Ich weiß, viele Leute hören das nicht gern. Sie sagen immer, Qualität. Qualität sollte natürlich auch da sein, aber man kann diese Qualität nicht haben ohne Quantität. Also die Quantität, also wie viele Wörter noch also pro Stunde gesprochen werden. Ich glaube, auch an dieser Tagung hat auch die Frau Professor Neumann darüber gesprochen, über diese große Studie aus Amerika, die das wirklich sehr klar gezeigt hat von Hart und Risley, dass es so wichtig ist, wie viele Wörter pro Stunde ein Kind hört. Und das geht dann für einsprachige und auch für zweisprachige Kinder. Also das Sprachangebot soll hochfrequent sein. Und mit einer höheren Frequenz kommt auch eine bessere Qualität. Man kann über viel mehr Sachen reden, man kann viel mehr Variationen bringen in den Strukturen, wenn man viel zu einem Kind spricht. Und das ist wirklich der große, große Faktor. Also Antworten auf Fragen, also werden Sie selbst vielleicht als junge Mutter oder junge Vater ein bisschen überfordert mit einem Zwei- oder Dreijährigen, der dann immer Fragen stellt und dann wieder eine Frage. Aber nee, Sie sollten wirklich auf diese Fragen antworten und das ist eigentlich das Beste, dass Sie machen können. Also wenn Sie im Supermarkt stehen, reden Sie mit Ihrem Kind. Wenn Sie Auto fahren mit Ihrem Kind, erzählen Sie, fragen Sie nach auch bei Ihrem Kind. Auch, ja, siehst du da, schaust du das, hast du das gesehen? Und was findest du davon und so weiter? Also das Kind wirklich in Sprache engagieren. Ich weiß nicht, ob das dein deutsches Wort ist. Und natürlich, ich sehe so oft auch junge Eltern mit Kindern spazieren und dann sind die Eltern am Telefonieren und spreche nicht mit dem Kind. Und da fürchte ich wirklich, das ist sehr schade. Denn das sind Momente, wo man zusammen ist, wo man zusammen auch miteinander sprechen könnte und das passiert dann nicht. Und man weiß aus Forschung, dass Kinder von diesen überhörte Sprache sehr wenig, Kleinkinder, dass die davon sehr wenig lernen können. Also es ist wirklich sehr wichtig, sehr viel zu Kindern zu sprechen und das auch natürlich in Kindertagesstätten und in Kindergärten. Also ein sehr reiches Sprachangebot, das ist wirklich die große Bildungschance für junge Kinder, mehrsprachig, einsprachig. Und man weiß, dass wie viel desto mehr Wörter Kinder kennen, wenn die jung sind, also wenn die 2 Jahre sind, desto mehr wirklich Bildungschance, akademische Chancen haben sie, wenn sie 8 Jahre oder 9 Jahre alt sind. Da sind Studien aus den USA, die das wirklich langzeitig nachgegangen sind. Und es ist so, so wichtig, also der Wortschatz. Ja, wie viele Wörter kennen Kinder? Verstehen sie und sprechen sie? Und das muss wirklich gefördert werden. Das sind dann große Bildungschancen. In verschiedenen Sprachen auch.